Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf Sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor Ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Aha. Das war so eine Mission, wie wir vorhin hatten. Und wenn einer zu weit geht? Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren. Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Etwas hart, aber wohl nützlich. Jetzt fragen wir mal nach unserer aktuellen Mission, ob es noch andere Spuren gibt als Hawkins. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Okay, da gucken wir mal nach. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Jo, bis dann. Ja. Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Keeper? Wo? Wo ist der Torwart? Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Oh nein. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Ach, diese Viecher heißen Keeper, okay. Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Warum nicht? Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Warum die Lügen? Warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Das ist illegal, das ich also. Würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich möchte helfen. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich gehöre zur Allianz. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Aha, okay. Warum tun Sie das? Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten. Aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Warum tun Sie das? Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ach so. Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie über... Ich bin Wissenschaftler. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Also eigentlich, auch wenn es illegal ist... Oh, kriegen wir 30. Geht für. Er hat uns ja nicht gefragt, ob wir ihm helfen, sondern wir haben ihn gefragt, ob wir ihm helfen. Deswegen Nein. gehen wir davon aus. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu. Commander? Ja, hallo. Deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht so schlimm sein wird, wenn ich ihm jetzt hier helfe. Der hat auch nicht wunderlich böse geklungen, sagen wir es mal so. Also Nein. Ich, dass der damit... ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ja, dann stellen ein paar Fragen. Also denke ich mal nicht, dass das jetzt so... Also es jetzt irgendwie schädlich für die Keeper sein sollte. Vor allem, weil die hier noch ganz normal stehen. Wir haben ja auch schon ein paar gesehen und so ein bisschen Geld zusätzlich zu...
bei dem ist ja auch nicht so schlimm. Caden? Der Schling kommt anscheinend... Ach so, doch, da ist er. Ich dachte, die ist selten stehen geblieben bei dem komischen Offiziertypen. Mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören? Aber genau das ist es ja. Man hört es überall. Es sind nicht nur vereinzelte Gerüchte. Glauben Sie wirklich, Saren könnte in etwas derartiges verwickelt sein, ohne dass der Rat davon erfährt? Vielleicht weiß der Rat ja Bescheid. Es denken eh alle, dass er nur ihre Drecksarbeit verrichtet. Also ich glaube nicht, dass der Rat Bescheid weiß, dass Saren da so einen Dreck abzieht. Aber... ja, dem ist nicht zu trauen und wir scheinen auch einige Befürworter für unser Volk zu haben, also für die Menschen quasi. Also einige scheinen uns zu hassen wegen dieses schnellen Aufstiegs und so, aber andere scheinen uns auch zu mögen und uns zu vertrauen. Zum Präsidium? Sind wir nicht beim Präsidium? Fahrstuhl, Laden. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Hey, es ist mein P3-Fach. Ha. Sind wir wieder hier? Hier wären wir also zu Fuß hingekommen, wenn wir nicht die Schnellreisefunktion genutzt hätten. Da ist auch gleich ein neuer Keeper. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Mach ich nicht. Ich scanne die nur kurz. Hallo, Avina. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument, ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Zitadell, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Zitadell beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Zitadell. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Das ist egal. Portalmonument. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadell als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadell. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Habe ich das richtig verstanden? Keiner weiß, wo das Ding herkommt. Also das wurde nicht von den Typen hier errichtet. Dann würde ich dem Ganzen gar nicht mehr so trauen, wenn sich Forscher damit irgendwie... Na gut, wenn da sich der Forscher mit interessiert, wird da wohl nichts mit sein. Aber trotzdem, vielleicht ist das ja irgendwie so ein Denkmal dafür, dass hier alle abgeschlachtet wurden oder so. Und die lassen das hier einfach stehen, weil es schick aussieht oder so. Erzählen Sie mir von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Zitadellkontrolle? Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadell unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. 1000? Okay. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte, mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern.
Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Okay, ich war drin. Ich bin schon in den Ratskammern gewesen. Nur einer Handvoll Besucher von Citadel wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht außerhalb meiner Programmierung läge, wäre ich jetzt neidisch. Okay. Wie kann man mit dem Rat Kontakt aufnehmen? Durchschnittliche Bürger müssen die ausgewiesenen Kanäle kontaktieren, wenn sie eine Anhörung vor dem Rat wünschen. Dies wird in aller Regel durch die zuständigen Botschafter vermittelt. Aber nur wenigen wurde bisher Zugang zu den Ratskammern selbst gewährt. In aller Regel vertreten die jeweiligen Botschafter die Interessen ihrer Bürger. Okay. Und die Keeper doch? Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Citadel ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Citadel-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Citadel anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Hier. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Citadel sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Okay. Naja, dann. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, Avina. Das ist das Ding also. Unser Völkermordsabzeichen. Aha, aha. Schick, schick. Das ist ja mal ganz angenehm hier. Dafür, dass es ein Raumschiff ist. Mit Himmel. Komischerweise. Wie das auch immer geht. Achso, hier können wir wieder reisen. Lassen wir erstmal. Da ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Da gucken wir mal nach. Ach, das ist Bala von. Die das andere Ziel, was wir besuchen konnten, außer da unten. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Sie waren doch in Toffa, nicht wahr? Sie haben den finalen Angriff gegen die Feindesbasis angeführt, wenn ich mich nicht irre. Ich bin die Seminar. Ich kann es nicht leiden, wenn Fremde so viel über mich wissen. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Citadel. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Und du arbeitest für diesen komischen Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Ich soll mit ihnen reden. Man sagte mir, dass sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben genau. Sie irgendwelche Informationen über Saren? Genau den Namen habe ich vergessen. Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Raus mit der Sprache. Ich brauche diese Informationen. Jetzt! Es ist zwecklos, mir zu drohen, Commander. Diese Auskünfte sind ein kleines Vermögen wert. Aber dies ist eine ungewöhnliche Situation. Deswegen bekommen Sie sie kostenlos. Aha. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Gut so. Das passiert eben, wenn man mit einem Verräter wie Saren Geschäfte macht. Ganz gleich, wie Ihre Meinung von Saren ist, er ist alles andere als dumm. Er schätzt den Shadow Broker als wertvollen Verbündeten. Es scheint keinen Sinn zu ergeben, ihn zu betrügen. Der Preis für diese Tat muss sehr hoch sein. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmert.